Cannabis-Sünde sein? Sollten wir Marihuana legalisieren? Das ist das Thema dieses Commentaries hier in Dukus Badabudu und damit herzlich willkommen und viel Spaß beim Gameplay, das hier im Übrigen Battlefield Hardline ist, auf der PlayStation 4, Blood Money auf der Karte Hollywood Hills. Ja, so viel dazu. Kommen wir zum Kern der Sache. Tatsächlich hatte sich diese Woche ein CDU-Politiker, wohlgemerkt ein CDU-Politiker, zum Thema Legalisierung von Cannabis in Deutschland geäußert. Und zwar positiv. Er ist doch tatsächlich der Meinung, man sollte das durchaus mal in Betracht ziehen. Total bekloppt, oder? Ein CDU-Politiker will Cannabis marihuanisieren. Legalisieren. Ist ja faszinierend. Das sind mal ganz neue Töne aus der politischen Richtung. Ja, das sind wir überhaupt nicht gewöhnt. Ich meine, die Grünen propagieren das schon seit längerem. Die Linken haben auch kein Problem damit. Und ich glaube, die SPD, soweit, ist da auch einigermaßen d'accord. Ja, warum? Weshalb? Wieso? Naja, es geht natürlich ums liebe Geld. Ja? Es geht nicht darum, einfach ein für alle Mal einzusehen, ja? Dass Cannabis keine böse Droge ist, sondern im Prinzip weniger problematisch ist wie Alkohol. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ist meine persönliche Meinung. Ja. Erwiesen ist das nicht, ja, aber es ist auch das Gegenteil nicht erwiesen. Ja. Alkohol ist, wie wir alle wissen, Volksdroge Nummer 1 in unserem schönen Lande hier. So, ich würde mal behaupten, mindestens jeder Dritte säuft am Wochenende mal ein. So Pi mal Daumen im Durchschnitt. Und stattdessen könnte jeder Dritte am Wochenende aber auch was geben. Ja. Würde sich möglicherweise positiv auswirken auf bestimmte Bereiche in unserem sozialen Zusammenleben. Ja? Also bekanntermaßen sind Alkoholiker ja des Öfteren mal eher aggressiv und das kann man von Cannabiskonsumenten einfach überhaupt nicht behaupten. Ja? Also mir persönlich geht es tatsächlich mal so, ich werde sowieso nie aggressiv, ne? Egal ob ich jetzt Alkohol trinke oder ob ich mir einen Docht reinpfeife oder ob ich irgendwie, keine Ahnung, sonst irgendwas mache. Ne? Nee, sonst mache ich eigentlich nichts. Ich trinke ganz gerne mal ein Bierchen. Kiefe auch ab und zu mal ganz gerne ein. Ja, das soll mir mal vergönnt sein. Aber auf jeden Fall hat das auf mich keinerlei Auswirkungen, was das angeht. Aber das ist eine individuelle Geschichte. Ja, jeder reagiert auf verschiedene Drogen auf verschiedene Art und Weise. Ja. Es gibt aber allerdings diese Erscheinung, dass alkoholsüchtige Menschen da so ein paar Probleme haben. Zuweilen mit dem im Zaum halten ihrer Gefühle. Ja. Kennen wir alles, zur Genüge, oft genug gehört, Männer, die ihre Frauen schlagen, Typen, die in der Disco ausrasten, was weiß ich, alles sowas. Erwiesenermaßen allerdings ist das bei Cannabiskonsumenten weniger stark ausgeprägt, eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Also ich kenne keinen Kiffer, der irgendwie aggressiv ist oder so. Das sind normalerweise ganz friedliche und entspannte Typen und von dem her sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem, das aus der Richtung kommen könnte, weshalb man Cannabis oder Marihuana nicht legalisieren sollte. Ja. Also kann man machen, finde ich. Zumindest mal, was den Sozialaspekt irgendwie angeht. Da sollte es keine größeren Probleme geben. Probleme könnte es geben, ja, weil es ja auch Menschen gibt, die Psychosen entwickeln, ja, die ein bisschen anfällig sind oder so. Die sind aber auch, glaube ich, meiner Meinung nach anfällig unter Umständen gegenüber von Kaffee oder Tee oder so. Das ist durchaus auch denkbar. Das will an dieser Stelle nicht verschwiegen sein. Ja. Das sind eh psychisch labile Menschen. Ja. So im Großen und Ganzen kenne ich auch einen. Tatsächlich, der da ein ernsthaftes Problem hat mit Cannabiskonsum. Ja, wenn der kein Cannabis kriegt oder irgendwas anderes, Haschisch oder so, zum Kiffen, dann wird er nervös. Der wird richtig nervös und auch ein bisschen ungehalten unter Umständen. Ja, sowas gibt es tatsächlich, aber ich glaube, das ist die große Minderheit. Ja. Ich kenne jetzt keine tatsächliche Studie zu dem Thema, aber ich denke, es sind maximal 1 oder 2%. Und im Vergleich, ja, Alkoholiker, die ein echtes Problem haben mit ihrem sozialen Umfeld durch ihren erhöhten Alkoholkonsum. Ich denke, das sind mehr. Das sind mindestens mal 10-mal so viel. Also ich denke, bestimmt 20 oder 30% oder so kriegen da ernsthafte Probleme in ihrem sozialen Umfeld wegen ihrer Drogensucht. Ne? Wegen ihrer Alkoholsucht. Ja, so ist es. Gut, aber worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist die Legalisierung von Cannabis. Ich finde, es spricht tatsächlich nichts dagegen. Nichts
ernsthaft Bösartiges. Ja. Ganz im Gegenteil, der Staat kann einen Haufen Kohle damit machen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ausgerechnet ein CDU-Politiker jetzt auf den Gedanken gekommen ist, Cannabis legalisieren zu wollen. Ja. Staatsdeckel will ein bisschen aufgefüllt werden. Kann man damit auch ganz fantastisch machen. Es wurde auch schon tatsächlich in Wirtschaftskreisen ausgerechnet, wie sich das auf den Haushalt auswirken würde. Und zwar könnte man damit einen Umsatz von 2 bis 3,5 Milliarden Euro jährlich machen. Also eigentlich kein Umsatz, das ist mehr oder weniger Gewinn. Steuereinnahmen sind damit nämlich gemeint. Ne? Und das ist schon eine bemerkenswerte Zahl. Tatsächlicherweise. Ja. Also 3 Milliarden Euro, mein lieber Mann, damit kann man schon einiges anfangen, tatsächlicherweise. Und das ist eigentlich auch noch nicht alles. Aufgrund der Tatsache irgendwie, dass man auch die Strafverfolgung einstellen müsste gegenüber Kleinstkonsumenten, würden weitere circa 2 Milliarden Euro in den Staatssäckel gespült werden. Sprich, der Staat könnte pro Jahr 5 Milliarden Euro gut machen, richtig gut machen. Das wäre schon eine sehr beachtliche Summe. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb dieser CDU-Mensch, ich habe seinen Namen übrigens vergessen, ne? Tut mir furchtbar leid, ich beschäftige mich jetzt nicht mit jedem Abgeordneten irgendwie so genau und ich kann meinen Namen sowieso nicht merken. Aber ist ja auch wurscht. Ja? Ist auf jeden Fall mal ein aufgeschlossener Politiker, was die Steuereinnahmen angeht. Ja, der ist da skrupellos, wird alles machen, nur damit mehr Geld in den Sack kommt. Aber darauf soll es mal nicht gehen. Ja, die Grundidee ist ja nicht schlecht. Ja, das funktioniert ja auch in anderen Ländern. Ja, in Holland schon seit vielen Jahren, das wissen wir alle. Ich selbst war auch schon ein paar Mal in Holland irgendwie, hab's mir da gut gehen lassen. klappt super. Ja, und der Staat dort erfreut sich auch über die erhöhten Einnahmen. Ja, und ich weiß nicht so genau, seit wann das dort funktioniert. Also wann war ich zum ersten Mal in Holland? Boah, das ist 20 Jahre her. Vor 20 Jahren war ich zum allerersten Mal in Holland, um ein bisschen was zu kiffen da auf so einem netten Bootchen. Ja, da gibt es so süße Boote in Maastricht, wo man sich dann gut gehen lassen kann, mal für eine Weile. Und vielleicht auch das eine oder andere Grämmchen mitnehmen kann. Ja. Nach Deutschland. Importiert. Nun gut, funktioniert also auf jeden Fall. Und selbst in den USA funktioniert es ja seit kurzem. Ja, die sind ja auch auf den Trichter gekommen, dass man damit echt Geld verdienen kann. Und dass das alles jetzt auch nicht so dramatisch böse ist. Ne? Ich meine, Alkohol ist legal, Nikotin, sprich Zigaretten sind legal. Warum dann nicht auch Cannabis legalisieren? Ja. Klar, machen sie. Zumindest in Kalifornien und in OFAC. Ist noch ein weiterer Bundesstaat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher es war. War es Georgia? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ja, ich habe es momentan jetzt nicht im Kopf, in welchem anderen Bundesstaat das jetzt auch noch legal ist. Auf jeden Fall kommen sie nach und nach dort auch auf den Trichter. Ne? Mir würde es ja reichen, wenn es im Saarland legalisiert wird. Ne? Das wäre ja schon super für unser kleines, verschuldetes Land. Ja, sozusagen. Hätten wir jede Menge Tourismus, könnte man davon ausgehen, ja, aus anderen Bundesländern. Und dann würde es hier im Saarland wieder aufwärts gehen, tatsächlicherweise. Wandern wir vielleicht irgendwie von der Seite der Nehmerländer auf die Seite der Geberländer. Ach Gott, das wäre ja echt faszinierend. Einhergehend übrigens mit einer Legalisierung von Cannabis würde ja auch die Legalisierung des Verkaufs. Ja, nichts anderes macht irgendwo Sinn. Es sei denn natürlich, der Staat würde sich das Recht des Verkaufs für sich behalten. Glaube ich aber weniger, weil es würden auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Ja. Durch die Legalisierung des Verkaufs von Cannabis. Und ich würde behaupten, das dauert keine Woche. Und dann würden die Cannabis, die Coffeeshops, ja, würden hier tatsächlich aus dem Boden sprießen wie Pilze im Herbst. Also auf jeden Fall würde es da richtig abgehen. Und selbst ich würde es mir überlegen. Ja. Ich habe ja so meine einschlägige Erfahrungen mit Cannabis. Ja. Kauf und würde diese wahrscheinlich dann auch einbringen, ja, und warum nicht, ja, Coffeeshop eröffnen, wäre fantastisch, Dugus Kifferbude, das wäre ein Hammer, das wäre echt Hammer, würde ich jeden von euch, ja, jeder, der bei mir den Kanal abonniert hat, würde ich einladen, ja, zu einem Abend gratis kiffen, in meinem Coffeeshop, gut, meine Lieben, jetzt würde es mich noch interessieren, was ihr darüber denkt. Ja,
Sollten wir hier in Deutschland Cannabis legalisieren? Findet ihr das gut oder sagt ihr, nee, das kann man nicht machen, Cannabis ist eine böse Droge, das funktioniert überhaupt nicht, es hat schon seinen Grund, weshalb das illegal ist hier bislang in Deutschland. Das machen wir nicht, das wird nicht legalisiert, auf gar keinen Fall. Oder meint ihr auch, oh Gott, was soll's, ja, also meine Großeltern haben den Knast da schon gekieft, hier, und die sind auch nicht gestorben, alles klar, können wir weiterhin, sollten wir hier in Deutschland auch einführen, ne? Würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Kifft ihr? Das braucht ihr mir nicht in die Kommentare zu schreiben, ob ihr kifft oder nicht. Würde euch im Augenblick glattweg strafbar machen, ja, wenn ihr das sagen würdet. Ich darf das sagen, weil mir ist das scheißegal. Ich habe meine Strafe schon bekommen fürs Kiffen. Wie dem auch sei. Gut. Ja, schreibt mir, wie gesagt, alles in die Kommentare, was euch zum Thema einfällt. Würden die auch einen Coffeeshop aufmachen, wenn es so weit kommen würde? Glaubt ihr eigentlich daran, dass es überhaupt so weit kommt? Oder denkt ihr, es ist nur wieder so ein fast alljährlich aufkommendes Thema, das jetzt halt wieder in die Schlagzeilen gerückt ist, weil es diesmal ausnahmsweise mal ein CDU-Politiker war? Glaubt ihr, die CDU denkt dann irgendwann auch mal um? Und wenn ja, wie lange glaubt ihr, dauert das? Wie auch immer. Alles, was euch zum Thema einfällt, schreibt's unten in die Kommentare rein. Würde mich freuen. So, ich bin dann jetzt erstmal hier raus. Das Gameplay ist nämlich auch vorbei. War eine nette Runde. Mein Team hat gewonnen. Juhu. Alles fantastisch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.